Er könnte das nächste Gesicht der WWE werden. Es gibt Newsberichte, die sagen, er soll der neue Topstar bei WWE werden. Die Verantwortlichen bei WWE und bei Partner Netflix wollen auf Bron Breakker setzen. Schon bei NXT erklomm er schnell die Spitze und krönte sich mit Titelgold. Jetzt ist er im Hauptkader angekommen und zeigt sein Können vor ganz großem Publikum bei Raw. Experten, Fans und Kollegen sehen in ihm den nächsten Brock Lesnar. Doch wie realistisch ist dieser Vergleich wirklich? Wir nehmen die beiden Stars unter die Lupe und zeigen euch, warum Breakker sogar noch besser werden kann. Dieses Video ist gesponsert von GWF. Deutsches Wrestling, das Promo verdient. Die German Wrestling Federation macht geiles Wrestling im Herzen von Berlin. Schnappt euch einen Freund oder eine Freundin und geht dahin. Es macht wirklich Spaß. Die Stimmung bei der GWF ist immer cool. Den Link zu den Tickets für die kommenden Shows findet ihr in der Beschreibung. Außerdem findet ihr da auch den Link zum YouTube-Kanal. Da könnt ihr die Shows ebenfalls ansehen. Ist nicht das gleiche wie live, ist natürlich trotzdem geil. Also vielen Dank nochmal an GWF für die Unterstützung dieses Contents. Der 26-jährige US-Amerikaner hat das Wrestling quasi im Blut. Er ist der Sohn von Wrestling-Legende Rick Steiner und Neffe von dessen Bruder, dem bekannten Scott Steiner. Als Steiner Brothers erlebten die beiden in den 90er Jahren ihre größten Erfolge. Bei WCW, ECW sowie der damaligen WWF waren sie regelmäßig als Team in die großen Fäden verwickelt und bekämpften sich eine Zeit lang auch untereinander. Breakker ist damit also professioneller Wrestler in zweiter Generation. Dabei ist seine Erfahrung im Ring bisher noch gar nicht so groß, wie man bei diesem Familienhintergrund erwarten könnte. Erst im Oktober 2020 gab er sein Debüt zwischen den Seilen und hatte prompt Erfolg. Keine 5 Monate später, im Februar 2021, wurde er von WWE für die Nachwuchsliga NXT unter Vertrag genommen. In den nächsten Monaten lernte er im Performance Center von den Besten des Geschäfts und wurde intensiv auf sein Debüt im WWE-Ring vorbereitet. Nach mehreren Auftritten als Statist bei verschiedenen WWE-Shows durfte er sich im September 2021 schon im Ring beweisen. Sein Gegner damals? Niemand Geringeres als LA Knight, der heute ebenfalls zu den großen Stars im Hauptkader gehört. Für Breakker war das dennoch keine zu große Herausforderung, er konnte ihn besiegen. Danach entschloss Breakker sich, auf seinem Karriereweg den Aufzug zu benutzen und forderte zugleich NXT-Champion Tommaso Ciampa heraus. Seine erste Chance gegen Ciampa konnte er zwar nicht nutzen, aber den Zuschauern war schnell klar, dass Breakker eine tragende Rolle in der Zukunft der Nachwuchsliga spielen sollte. Schon bei seiner zweiten Möglichkeit ging er erfolgreich aus dem Match hervor gegen Ciampa und krönte sich nach gerade einmal 4 Monaten bei NXT direkt zum Titelträger. Seitdem gewann er den Gürtel nach zwischenzeitlichem Verlust ein weiteres Mal und sicherte sich zusammen mit Baron Corbin auch die NXT Tag Team Champion Titel. In den vergangenen beiden Jahren durfte er bereits immer wieder auch Kurzauftritte bei Raw und SmackDown absolvieren. Im Januar 2024 stand er zudem erstmals im Royal Rumble. Seit dem Draft nach WrestleMania 40 ist klar, Breakker hat tatsächlich jetzt die Chance, groß rauszukommen. Doch wie genau ähnelt er jetzt Brock Lesnar? Die Gemeinsamkeiten der beiden beginnen schon in ihren Lebensläufen vor der WWE. Breakker wie auch Lesnar hatten schon in der Highschool Kontakt zum Ringen. Beide konnten in ihren Gewichtsklassen große Erfolge einfahren. Breakker gewann in seinem Heimatstaat Georgia einen Titel der Gewichtsklasse bis 99 Kilo, während Lesnar in seinem Abschlussjahr Dritter bei den Landesmeisterschaften in South Dakota wurde. Auch im American Football begannen die beiden US-Amerikaner bereits während ihrer Schulzeit Erfolge zu sammeln. Für Breakker sollte dieser Weg auch am College weitergehen. An der Kennesaw State University studierte er Strafrecht und spielte nebenbei im Footballteam der Universität. Nach 4 Jahren in der Mannschaft meldete er sich 2020 für den NFL Draft an, bei dem jedes Jahr die besten College-Spieler in 7 Runden von den Teams der National Football League ausgewählt werden. Doch Breakker blieb einer Auswahl verwehrt. Stattdessen unterschrieb er nach dem Draft einen Vertrag bei den Baltimore Ravens. Bevor er ein einziges Spiel absolvieren konnte, wurde er wieder entlassen. Lesnar hingegen spielte nur an der High School Football und konzentrierte sich am College stattdessen auf eine Karriere als Ringer. Schon in seinem ersten Jahr an der Bismarck University belegte er in seiner Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm landesweit den 5. Platz unter allen Junior College Athleten. Ein Jahr später gelang es ihm sogar, seine Gewichtsklasse zu gewinnen.
Seine Leistungen blieben nicht unbemerkt und er erhielt ein Wrestling-Stipendium für die University of Minnesota. Dort wurde er gleich in seinem ersten Jahr Zweiter bei den Bundesmeisterschaften im Schwergewicht, bevor er in seinem Abschlussjahr seinen größten Erfolg feiern konnte und sich zum Titelträger im Schwergewicht krönte. In 4 Jahren am College verließ Lesnar 106 Mal siegreich die Matte und musste sich nur 6 Mal geschlagen geben. Seinen Weg in der NFL fand er, anders als Breaker, erst nach seiner ersten Zeit bei WWE. 2004 nahm er eine Pause vom Wrestling, um sich seinen Traum zu erfüllen, in der NFL zu spielen. Er nahm an der NFL Combine teil, einem Trainingsevent, bei dem ausgewählte College-Spieler ihre Fähigkeiten zur Schau stellen können, und beeindruckte die Scouts vieler Teams. Doch ein Verkehrsunfall bremste seine Karriere erst einmal aus und er geriet ins Hintertreffen. Dennoch wurde er schließlich von den Minnesota Vikings unter Vertrag genommen und trug in 3 Preseason-Spielen das lilafarbene Trikot. Allerdings wurde er nur rund 4 Wochen nach seiner Verpflichtung schon wieder entlassen. Auch vor den Kameras und bei ihrer Arbeit im Ring ähneln sich Lesnar und Breaker enorm. Bevor es NXT gab, wurden die Nachwuchswrestler der WWE bei Ohio Valley Wrestling geschult. Auch Brock Lesnar verbrachte dort einige Zeit. In Anlehnung an seine Ringer-Vergangenheit trug er im Ring meist ein Singlet, einen einteiligen Anzug für Ringer. Erst nach seinem Aufstieg in die WWE wechselte er seine Ringkleidung. Bron Breakker hingegen trägt weiterhin ein genau solches Singlet, um an seine Vergangenheit als Ringer zu erinnern. Beide übertrugen ihre Fähigkeiten aus dem Ringen auch in ihre Aktionen im Ring, wobei sich Lesnars Stil seit seiner Rückkehr in die WWE 2012 stark veränderte. Schon während seines ersten Runs wurde Lesnar als Powerhouse dargestellt, der alles und jeden zerstören konnte. Für diesen Zweck waren besonders seine Fähigkeiten als Ringer sehr von Vorteil. So nutzte Lesnar besonders oft Takedowns, Slams und Aufgabegriffe, um seinen Stil im Ring realistisch rüberzubringen. Doch trotz seines damaligen Kampfgewichts von rund 120 Kilo hatte Lesnar die Athletik, um auch Sprünge vom obersten Seil zu zeigen. Seine gescheiterte Shooting Star Press bei WrestleMania 19, bei der er fast auf dem Nacken aufgekommen wäre und sich den Nacken gebrochen hätte, ist vielen Fans in Erinnerung geblieben. Und das nicht nur aufgrund der beinahe katastrophalen Landung, sondern auch wegen seiner unglaublichen Beweglichkeit trotz seines muskulösen Körperbaus. Schon in den frühen 2000er Jahren war Lesnar stark genug, um auch größere Gegner von der Matte zu heben und durch die Luft zu schleudern. Das sollte sich auch nach seiner Rückkehr 2012 nicht ändern. Dennoch wurde seine Darstellung vor den Kameras völlig verändert. Aus dem sehr beweglichen Powerhouse, der viele klassische Ringeraktionen zeigte, wurde ein Kämpfer mit Mixed Martial Arts Hintergrund. Viele Moves aus seinem Arsenal sind verschwunden oder zur äußersten Seltenheit geworden. Lesnar begeistert die Fans heute weniger durch atemberaubende Aktionen und mehr durch rohe Gewalt. Seine UFC-Vergangenheit hat enormen Einfluss auf seine Darstellung und seinen In-Ring-Stil genommen. Auch sein Kampfgewicht von 130 Kilo sowie sein fortgeschrittenes Alter sind natürlich Gründe für diesen Wandel. Während der junge Lesnar neben seiner Power auch über wahnsinnige Athletik verfügte, kommt das Beast der Moderne hauptsächlich über Kraft und realistische Aktionen. Bron Breakker ist mit 26 Jahren in einem hervorragenden Alter und physisch in der wohl besten Verfassung seines Lebens. Mit einem Kampfgewicht von 104 Kilo bei einer Größe von 1,83 ist er ebenfalls ein Powerhouse, etwas kompakter als Lesnar, aber auch sehr flink und noch beweglicher. Er schießt förmlich über die Matte und beweist seine Athletik durch Sprünge über das oberste Seil aus dem Ring heraus. Wie Lesnar in seinen früheren Jahren lässt auch Bron Breakker seine Ringervergangenheit in seinen Kampfstil einfließen. Neben Takedowns und Slams nutzt er, wie auch Lesnar, besonders häufig verschiedene Suplex-Varianten. Zwischen den Seilen agiert er voller Energie und erinnert die Fans damit tatsächlich an die frühere Version von Brock Lesnar. Auch die raketenhafte Entwicklung der beiden ähnelt sich. Bei ihren jeweiligen Debüts wurden sie direkt als wichtige Akteure für die Zukunft präsentiert und ihr Anspruch auf einen hohen Platz in der Kaderhierarchie war klar eingeordnet. Breakker brauchte lediglich 112 Tage, um sich nach seinem Debüt zum NXT Champion zu krönen. Bei Lesnar vergingen zwischen seinem ersten Auftritt und seinem Sieg bei King of the Ring gerade einmal 3 Monate. Nur 2 Monate später, also 126 Tage nach seinem Debüt,
besiegte Lesnar beim SummerSlam The Rock und wurde zum zweitjüngsten WWE-Champion aller Zeiten. Auch bei der Dauer zwischen Debüt und WWE-Titelgewinn reiht er sich in die Historie der Liga auf Rang 2 ein. Doch Breaker ist dem Brock Lesnar der frühen 2000er Jahre schon einen Schritt voraus. Er ist in der Arbeit an seiner Rolle schon weiter. Während Lesnar jahrelang von Paul Heyman unterstützt wurde, ist Breaker schon heute sein eigenes Sprachrohr. Diese Entwicklung ist auch an Paul Heyman nicht vorbeigegangen, der ihn als zukünftigen Main-Eventer von WrestleMania präsentierte. Auch der Undertaker hat ihn bereits vor den Kameras gepriesen. Breaker wirkt wie das Next Big Thing. Seine Zukunft in der WWE scheint hell beleuchtet zu sein, denn er ist ein Teil der Zukunft der WWE. Der 26-Jährige besitzt den muskulösen Körperbau, um optisch von sich zu überzeugen, ist aber auch athletisch genug, um die Zuschauer im Ring mit innovativen Aktionen zu überraschen. Er ist sein eigenes Sprachrohr, bringt schon früh ein gewisses Charisma mit und kann sich auch in Promo-Duellen verteidigen. Ein Manager an seiner Seite ist kein Muss, aber ein Sprachrohr wie Paul Heyman könnte ihn auf die nächste Stufe heben und würde erneut die Ähnlichkeiten mit Brock Lesnar unterstreichen. Breaker funktioniert sowohl als Einzelwrestler als auch im Team. Er kann die Fans als Bösewicht verärgern und sie als Liebling auf seine Seite ziehen. In der WWE könnte er noch eine bessere Version des jungen Brock Lesners werden und als Sohn einer Wrestling-Legende sein eigenes Vermächtnis kreieren. Titelgewinne sollten bei ihm eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Die Zukunft gehört ihm. Bron Breakker ist wahrscheinlich das Next Big Thing. Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video mit dabei wart. Checkt den Spotfight Podcast ab für gute Wrestling-Analysen. Haut rein, bis spätestens zum nächsten Video.